Batman? I say goodbye, Kid Ben. Willkommen zu Kapitel 13, Opfer und einer neuen Folge The Evil Visit. Castellanos hat Kopfschmerzen und Kid Ben ist gerade mit dem Bus runtergeknallt. Ja, das waren so die Highlights. Das ist ein Safe. Hallo. Oder Mikrowelle. Oder auch, keine Ahnung. Safe. So, Joseph lassen wir mal ein bisschen trauern. Gucken wir mal, ob wir noch was finden. Und was wir finden. Schrotmunition, das gefällt mir. Ach, da ist er ja. Einmal ums Haus gelaufen. So, ich glaube, wir können uns da mal Munition wieder machen. Und hier haben wir einen Spiegel. Da laufen wir jetzt drüber. Und haben wir da ein Spiegelbild? Nö. Das ist mehr schlecht als recht. Lass mich in Ruhe, Joseph. Wir müssen nach unten. Halt durch, wenn du da unten bist. Wir kommen. Ich dachte, wir hatten uns geeinigt, dass wir in die Klinik fahren. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was? So, da gehen wir aber jetzt nur kurz rein, weil ja vielleicht was passieren könnte. Wir wissen, wenn man bei Sibylla antanzen kann, kann auch was passieren. Schön, dass wir wieder das dreckige Ding hier sehen. Ah ne, das ist ja, wenn wir zurück wollen. So. Sibylle! Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Das hast du dir schon ein paar Mal gemacht. Stimmt ja gar nicht. Jahrhundertaltes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftern ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Sibylle, alte Schlüpper. So, das war die Überbrückung. Wie viel Gehirnschmalz haben wir eigentlich? 6.950. Ich glaube, das lassen wir noch ein bisschen sparsamer angehen. Und wir haben kaum noch Leben. Jetzt ist die Frage, nehmen wir noch eine Spritze? Ich glaube, wir nehmen noch eine Spritze. Nein, nicht das. Und wieso will ich eigentlich immer das Licht da machen? Und dann haben wir wenigstens noch eine im Vorrat, würde ich sagen. Ist worth. So, habe ich schon gesagt, dass ich gar nicht nach unten möchte? Joseph, steh da und guck einfach unten lang. Beste. Und ich höre schon wieder Ingos. Ist das hier? Ist das Säure? Ah, okay. Säure. Gut, gut, dass wir das Feuer beendet haben. Hier ist noch was drin. Aber ich habe Ingos gehört. Ingos. Hier ist keiner. Ihr habt doch auch. Oh ne, bewegt sich die Stadt schon wieder? Oh, ihr habt da auch einen Ingo gehört, oder? Alter, wenn da einer durch die Tür kommt, ich raste aus. Oh, das ist zu, guck mal da in der Mitte. Lol. Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Oh, weißt du, wie weg? Wir uns darauf, hier rauszukommen. Weißt du, wie weit weg das ist? Du hast ja wohl Gehirn offen. Ja, Gehirn offen. Aha. Oh, schießen wir mal noch nicht runter. Kommen wir hier irgendwie lang? Nö.
Also schießen wir das doch runter. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Dieser Kacklappen. Naja, muss ich mich wenigstens nicht mehr mit ihm rumschleppen. Nachher verletzt er sich wieder, wird wieder angeschossen, verliert seine Brille. Scheiße. Erst Kidman, dann... Das Geräusch hier fällt mir gar nicht. Aber ich sehe nichts. Nicht Thorsten. Brain Energy. Was steht da? Da auch Brain Energy. Ist das cool. Brain Energy. Whoops. Brain Energy. So, mit was hatte ich Thorsten umgelegt? Wieder mich schon gar nicht mehr, wenn die wiederkommen, ist das ist schon normal geworden. So, Bolz der Stelle. Okay. Machen wir das erstmal so. Dann haben wir wieder Explosion und. Thorsten! Alter, da brennt's! Wieso bist du da reingegangen? Bist du wahnsinnig? Thorsten ist wieder in der Haus. Da kriegen wir aber viel. Boah, das geht. Gehirnspeise. Der hat schon wieder eine Knarre in der Hand. So ein Rüde. Das ist eine Bombe. Da kriegen wir aber jetzt ziemlich viel Bauteile jetzt. Schon ein bisschen auffällig. Das ist dieser Rubik-Fake. Da war irgendwas. Habt ihr den Rubik-Fake gesehen, Alter? Oh nein, der mit den Ingrid-Händen und der dann irgendwelche Leichen... Hier? Der Feueralarm. Mehr geknischt. So, den hat man schon mal aus dem Weg geräumt. Jetzt müssen wir nur noch... Können wir den mit einer Schleichattacke fertig machen? Das ist halt die Frage. Oh ja, Gott sei Dank. Alter, auf den hatte ich ja gar keinen Bock. Oh, es sind noch mehr Dinger. Da ist einer. Oh. Verstecken wir uns mal hier hinter. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Da.
Warte, wir haben 5. Achso. Das wollten wir ja nicht upgraden. Jetzt selber schuld. So, kommt da was? Ingochen, wo bist du denn? Der Chip. Hab ich gesehen. Dem ich ja rüde. Mehr. Hier verschwende ich keine Munition. Scheiße. Aber wir schlagen gegen einen Ingo haben wir geübt. Haha, in die Fresse mit dir. Bloß wenn du auf den Boden fällst, kann ich dich diesmal anzünden, du Knecht. Haha, komm her. Und jetzt zünden wir dich an, komm her. Auf zu heulen und brennen, du Sau. Und lass mal bitte was liegen. Sei mal nett, komm. Arschloch. Wo sind noch mehr Ingos hier? Kann euch riechen. Da läuft Säure. Ist hier noch einer? Nein. Kann ich die hier ausmachen? Ne, von der anderen Seite. Der hat vorhin am Bus. Hey. Arschloch. Ja, wenn ich explodiere, dann explodierst du mit mir. Alter. Das war ein dicker, wa? Naja, gut. Da hätte ich nicht fighten sollen. Das war ein bisschen dumm von mir, aber naja, egal. Hat doch so gepasst. So, jetzt höre ich kein Ego mehr. Jetzt können wir... Nee, das war die Säure. So, kein Ego. LOL. Oh, scheiß Teil. Ui. Ach, fick dich doch, du scheiß Ingo. Runter da, du schwebst! Junge! Es tut mir leid, Leute. Das war es nicht worth, was ich gerade hier mache. Vielleicht haben wir schon wieder, wir hatten so viel Spritzen. Ich stelle mir aber gerade wie so der letzte Loop an. Pass auf, jetzt explodiert das auch noch. Komm, gib's mir. Oh. Alter Schwede. Ja, da gehen wir mal noch nicht runter. Das ist jetzt, da sind wir durch. Fick dort die Hände, Alter. Hab ich ihn überhaupt getroffen? Alle. Der wollte gerade losschreien, habt ihr ihn mitgekriegt? Alter Schwede. Dieses Spiel macht mich irre.
Flamingos. Da. Dass ich mich jetzt hier durchkämpfen muss. Da dreht er um. Der Velo riss sich um. Rasier dich, Alter. Zuckelt der doch, Alter. Ach, genau mit dich, habt ihr gesehen? Kann ich das hier kaputt machen? Nee. Ist ausgelöst. Ist hier noch was? Haha, da ist einer stecken geblieben. So, machen wir erstmal die Säure wieder. Okay. Achso, muss ja gedrückt halten. So, mal wieder ein bisschen gerade hinsetzen. Ich sitze ja wie ein Lump hier. Warum gibt es dafür nur eins? Aber das ist auch einfach auszudingsen. Gibt es hier noch was? Warum? Man konnte mal so viel öffnen hier. Warum kann man das denn nicht mehr? Was ist das für eine Scheiße? So, aber irgendwie habe ich immer noch das Verlangen, da runter zu gehen. Ist aber die Beine da. Komm ich auch wieder hoch? Ach, ich komme gar nicht da runter. Ach so. Ah, ich dachte, man würde da runterkommen. Okay, dann hat sich das ja auch erledigt. Dann kann ich mit gutem Gewissen da weiterlaufen. Ich dachte, man... Hm? Ich muss jetzt echt mal ein bisschen mehr auf die Fallen aufpassen. Das kann ja nicht wahr sein, dass ich da jedes Mal reintappe, ey. Meine Güte, ey. Mann. Langsam brauchen wir wieder eine Spritze. Okay, das funktioniert nicht. Okay, die kannst du nicht kaputt machen. Ab runter damit. Ne, ist auch schon aus. Da ist eine Dings von Thorsten. Kontrollpunkt, sehr schön. Von wo kommt der? Ne, von da kommt er. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel ich da aufgehoben habe. Alter, Thorsten, Alter, wenn du hier im Kampf. Er hat mich. Bin ich denn jetzt gestorben? Hat er mich normal erwischt? Das verstehe ich jetzt nicht. So, gehen wir erstmal kurz nochmal hier runter. Ach, da kommen wir auch nicht runter. So, ich gehe mal davon aus. Ach, Mann, ey.
So, wir bereiten uns mal vor. Mann, was macht der? So, jetzt ist er gerade. Probieren wir das nochmal, wie ich es mir denke. Ach so, das ist es hier. Muss ich das wegmachen? Ja. Wahrscheinlich darf ich gar nicht. Voll in den Hintern. Hab ich gar nicht wahrgenommen. Wo ist der? Da! Ich bin tot. Hilft das überhaupt gegen Thorsten? Nein. Oh ja. Wuhuhu! Habt ihr das gesehen? So, oder? Das Teure! Ich bin so gut wie tot. Ach, das mit so wenig Leben. Ach, da muss ich mir echt. Eieiei, hau den Zieh. Ich darf den nicht aktivieren. Ich muss das so schaffen. So, wir versuchen das jetzt noch einmal. Ohne ihn zu aktivieren. Wir versuchen es mal Assassin-mäßig. Weil der Fight, der hat, glaube ich, keinen Sinn. Was hat denn der da drin in seinen Sack, in seinen Jutesack? Ach, ich muss gar nicht mit denen kämpfen. LOL! Wo geht denn der hin? Kann uns wurscht egal sein. Ja, Thorsten, der macht mich fertig. Oder? Wieso kann der eigentlich durch Säure laufen? Hallo, hab ich doch. Ah, jetzt. 15 haben wir davon. Können wir gleich Fettmunition machen. Warte, wenn wir 15 haben? Komm, Leute. Gönnen wir uns mal wieder. Ups. Das können wir ja so machen. Pfui bei Ratten. Oder Mäuse, oder keine Ahnung, was das sind. Okay, wo sind wir jetzt? Boah. Gib das auf! Was ist da los? Boah, 17.000 Gehirnschmerz. Kontrolle.
Kidman, bist du da drin? Tja, so, Kontrollpunkt. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge, auch wenn es vielleicht eine kurze war. Ich weiß es nicht, ich habe leider keinen Timer bei mir. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ich gehe davon aus, dass wir Torsten wiedersehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.